oder Mayday oder was immer man über Funk so sagt. Ich heiße Rex Goodman. Ich werde in der Spitze des Trinity Towers gefangen gehalten. Ich glaube, die Supermutanten wollen mich bald fressen. Ich setze diese Nachricht auf Wiederholung. Oh, Scheiße! Ich muss Schluss machen. Da kommt einer der Mutanten. Hilfe! Oder Mayday! Oder was immer man über Funk... Nicht allein, Blue. Da ist wer. Sieht freundlich aus.
Greif einfach zu.
Tanzen? Gut, tanzen wir. Haltet die Augen offen. Ich glaube, das Arschloch benutzt einen Stealth Boy. Komm raus. Dann mache ich's kurz und schmerzlos. Glaub mir. Ich persönlich bin einfach nur du oder ich. Spielchen mit mir spielen, was? Irgendwann nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Sollen.
Wichser hin. Du bist tot! Ich habe dein Testament gemacht. Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll... den Spaß! Wenn dein schon möchte... Scheiße! Verschwunden. Zeig dich! Los! Wenn du dich traust! Nichts mehr zu sehen von ihnen. Verstecken. Oh, jetzt geht's ab. Verstehen, Bruder. Ich... Jemand da?
ist nichts mehr. Du hast einen Fehler gemacht. Jetzt büßt du dafür. Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Ah, okay. Hallo? So, jetzt muss ich mal gucken, ob man mich jetzt hört. Oh nein! Ich habe die ganze Zeit ohne Ton aufgenommen. Was ist denn das? Oh, war ich die ganze Zeit überhaupt nicht zu hören? Ich laber mir einen ab, ich sag Hallo und alles und erkläre die ganze Zeit was von dem Spiel und dann bin ich einfach ohne Ton dabei. Eieiei. Okay, das tut mir leid. Ich weiß nicht, warum das jetzt so war. Ich habe auf jeden Fall gerade irgendwie diese Befürchtung gehabt, dass man mich nicht hört. Und warum auch immer, das hatte ich ja noch nie das Problem. Ja, ich... Dankeschön. Also, technische Panne, ey. Also... Eieiei, warum auch immer? Warum war das Mikro diesmal ausgestellt? Ich musste das... Es war ja auch kein Hardware-Defekt oder so, sondern es war in den Einstellungen einfach auf aus. Ich verstehe auch nicht, warum, was das jetzt hier sollte. Oh, Mann, ey. Ja, das ist immer peinlich. Also, ich habe schon mal ein Problem gehabt. Ich habe da ein Let's Play aufgenommen am PC und der hat den Ton dann über die Webcam aufgenommen. Das war so ein schrecklicher Ton. Das habe ich halt erst gemerkt, nachdem ich 2 Folgen bereits aufgenommen hatte. Das war sehr, sehr bitter. Oh, das ärgert mich aber jetzt. Also habe ich gerade eben die ganze Zeit wirklich mit mir selbst geredet oder gegen eine Wand. Also das ist natürlich... ja, das ist halt auch nicht eine Webcam. Ist halt nicht unbedingt gut für den Ton gedacht. So. Naja, auf jeden Fall. dann sage ich nochmal Hallo. Ach, so ein Mist, ey. So, Piper, komm mal her. Ich gebe dir mal eine neue Rüstung. Dann hältst du auch mal besser durch. Ja, was stehst du denn in deiner Ecke? Hey. Wohin? Wohin? Greif ruhig zu. Wie hat sie das jetzt gemeint? Ach so, weil ich ausgewählt habe, handeln. Ja, ich muss ja mit ihr handeln, um...
Also, um ihr andere Rüstung anzuziehen. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwundert. Greif ruhig zu. So, was gebe ich hier denn? Also, auf jeden Fall ziehst du erstmal hier diesen blöden Hut aus. So. Dann gebe ich dir jetzt einfach mal mein Gammler-Outfit. Und einfach mal alles, was ich hier so habe. Moment, ich habe ja noch so eine Supermutantenrüstung gefunden. Und meinen Vault-Anzug, diesen blauen Anzug vom Anfang. Ja, das war gerade alles ein bisschen komisch, wenn wenn ich ihr sage, ich gebe dir neue Kleidung und sie sagt, greif ruhig zu. Jetzt habe ich aus Versehen ein bisschen zu weit durchgeschaltet. Ich... Wo habe ich denn meinen Vault? Den habe ich da unten, ne? Genau. So. Dann, jetzt sehe ich aber auch gar nicht, welche Knopf ich da drücken muss. Was muss ich hier... wie wähle ich jetzt aus, dass sie das tragen soll? Da muss ich jetzt gerade kurz warten, bis ich auf meinem Stream... vom Kontrollbildschirm erkenne, welche Taste unten abgebildet ist. So, was habe ich hier? Ausrüstung Y. Okay, so, dann trägst du hier das blaue Ding. Die Lederrüstung da drüber. Oder hier die Supermutanten Schrottrüstung. Kannst du sie nicht tragen, Piper? Was, warum das denn? Oder das Gammler-Outfit? Ich glaube, das hat mehr Rüstung. Ja, dann trag einfach mal das Gammler-Outfit. Guck mal, siehst richtig badass mit aus. Ah, kaum zu glauben, dass ich mit meinem eigenen... Sie nackig machen. Hey. Weiß nicht, mag die das? Schau's dir an. Geht das überhaupt? Ich kann eigentlich nur so die Kleidung hier... Keine Ahnung, vielleicht geht das, wenn man mit ihr in einer Beziehung steckt. Dann hat sie da nichts gegen. So, ich habe eben aber ihre Kappe weggenommen. Ich könnte ihr... Hier, die Reportermütze. Also die möchte ich hier nicht... Möchte ich hier nicht wegnehmen. Gasmaske mit Brille gebe ich ihr auch mal. Vielleicht kann sie das mal tragen. So. Jo. Auch sympathisch. Gut, dann gehe ich einfach mal hier hoch. Oh, die sieht jetzt aber auch gefährlich aus hier. Also wirklich, mit der Knarre in der Hand. Also, da meint man gar nicht, dass sie Reporterin ist. Kronkorken gefunden. Radioaktive Drüse. Wofür braucht man sowas? Patronen, ja, das verstehe ich. Patronen in Waffe. Kann schießen. Ohne Patronen nichts schießen. Wir müssen uns ja ein bisschen in den Carlos hineinversetzen. Der hat ja, glaube ich, Intelligenz auch nur auf 1. So, nehmen wir den Fahrstuhl. Wir können auch ohne Piper losfahren. Die teleportiert sich gleich bei uns hier rein. Oh, Freunde von Carlos. Die sind anscheinend auch auf unserem Niveau. Sehr gut. Da fühlen wir uns doch wie zu Hause. So. Gut, immerhin ist es mir mit dem Drohne eben aufgefallen. Also wenn ich jetzt bedenke, ich hätte jetzt hier 2,5 Stunden gestreamt und hätte nichts gemerkt. Huiuiui. Oh, da hat mich jetzt gerade jemand voll von hinten angeschossen. Wow. War das alles? Oh, Piper schickt die Schläge aber gut weg von denen. Irgendwann hättest du schon was geschrieben. Ja, okay.
Ja, auf den Chat achte ich ja auch die ganze Zeit, das stimmt, das hätte ich dann da gemerkt. Ah, die Stimpaks heilen uns gar nicht so sehr, weil, wenn man Intelligenz hoch hat, kann man halt auch skillen. Oh, wow. Ich gehe aus dem Inventar wieder raus und werde direkt getötet. Also man kann bei Intelligenz halt auch ein bisschen auf Wissenschaft und Medizin skillen, dann heile ich mich auch mehr. Ich spiele ja sonst immer bei Fallout intelligente Figuren und da hätte ich dann... Wir sind hier nicht allein. Da sind sie wieder. Okay. Oh, da oben sind ja auch noch zwei, da muss ich echt aufpassen hier. Vielleicht nochmal schnell... Mais gefunden. Yam, yam, yam. Ah, okay, da ist ein Verbandskasten. Der könnte... Aufbereitetes Wasser, das ist natürlich auch gut. Ja, ich knack mal einfach hier ein Schloss jetzt hier. Mitten im Gefecht. Das stört ja keinen. Also eigentlich, ich habe gerade halt auch total Lust auf dieses Spiel bekommen. Und ich habe zwar noch zwei andere Spielstände, also einen, mit dem ich durchgespielt habe, dann noch einen angefangen, mit dem ich alles ein bisschen anders machen wollte. Und dann jetzt noch den hier. Deswegen, ich bin damit aber jetzt ein bisschen durcheinander gekommen, weil... ja, irgendwann weiß man auch nicht mehr, wann man wo, wie dran ist. Deswegen mache ich das einfach mal hier mit dem weiter. Was? Sie haben mich doch gerade geheilt! Hat er mich schon wieder getötet? Was? Ja. Das passiert, wenn man wieder aus dem Inventar rausgeht. Ja, tot. Oh, der... Da lädt man den Speicherstand und wird direkt angeschossen. So, versuchen wir das nochmal... So, dann jetzt direkt mal heilen hier. Es ist halt schade, die ganzen Stimpaks jetzt schon zu verschwenden. So, jetzt aber hier. Achso, ich muss mir die Spritze immer erstmal setzen. Ja, stimmt. Das kann dann ein bisschen dauern. So, jetzt erstmal schön. Ich habe keine Chance auf einen Treffer, warum? So, jetzt aber. So, und so ein, meine ich, kann man nämlich hier... Ja, der Intelligenzbolzen hier. So einen von diesen Supermutanten kann ich hier nämlich rekrutieren. Dann kann ich mit so einem zusammen hier im Team rumlaufen, weil er nämlich einer von den Guten quasi ist. So, okay, der lädt gerade nach, die Gelegenheit nutze ich und schießt zweimal daneben. Mit der Schrotflinte direkt neben ihm. Wow, bin ich ja ein bisschen eingekesselt worden. Aber der mysteriöse Fremde war gerade dabei. Sehr gut. Ja, also der Carlos, der ist nicht nur dumm, der kann auch nicht richtig gucken anscheinend. So, wo ist denn der Mais? Ich habe da eben so einen schönen Maiskolben eingesammelt. Okay, gut, Mais gegessen. Im Fahrstuhl. Okay, was habe ich denn jetzt noch hier? Kampfgewehr. Aber da habe ich keine... Nee, da habe ich keine Munition mehr für. Moment, aber wir haben doch Stärke hoch. Komm, ich hau die jetzt zu Brei. Machen wir das mal... Machen wir das jetzt mit der Axt hier. Jetzt bin ich schon wieder fast tot. Ich habe 2 Sekunden... Bin ich auf den zugelaufen und bin schon wieder fast tot. Ich muss ja weg. Ich gehe ja weg. Ich komme später wieder. Also ich meine, Carlos, der hat ja einen höheren Stärkewert, als ich sonst gewohnt bin. Das heißt, mit Nahkampfwaffen sollte ich eigentlich auch ganz gut sein. Und zum Glück muss man die Waffen in dem Teil nicht reparieren. Also das war bei den anderen Fallout-Teilen noch so. Da musste man dauernd nochmal die gleiche Waffe finden, damit man die... erste reparieren kann. Aber ich mag das in Spielen nicht, wenn man dauernd seine Waffe reparieren muss, weil ich das einfach ein bisschen übertrieben finde,
wie stark der Waffenverschleiß ist. Ich meine, wenn ich mit einer Axt auf den Kopf einhaue von irgendeinem Typen, ich meine, die Dinger, die sind dazu gemacht, jahrelang damit Holz zu hacken. Und wenn du dann so in Fleisch reinschlägst, glaube ich nicht, dass eine Axt kaputt geht. Ich meine, ich denke mal, klar, wenn du damit dauernd... Was, hab ich, jetzt bin ich nochmal in den Fahrstuhl gestiegen. Nein, ich will nicht wieder hoch zu denen. Ja, Piper juckt das überhaupt nicht. Ja, Piper, wir zwei allein im Fahrstuhl. Okay, wieder runter. Wo ist denn Piper jetzt wieder hin? Die hat sich jetzt wieder aufgelöst. Ach, da ist er. Was denn? Was habe ich denn gemacht? Die guckt mich aber auch an wie so ein Auto. Na gut, das liegt vielleicht an der Maske. Dass sie es nicht mit der Angst zu tun kriegt. Hier ist so ein wahnsinniger Spanier mit einer Axt im Fahrstuhl mit ihr. So, okay. Man hört das Herzklopfen halt auch schon. Ja, ich weiß, irgendwie... Man könnte natürlich jetzt sagen, dass das alles ein bisschen Method Acting ist. Ich versuche mich meinem Charakter hier anzupassen. Aber nee, ich habe mich halt verklickt. Deswegen nochmal Fahrstuhl runter. So, okay, ich glaube, ich muss mal kurz nach Sanctuary oder nach Diamond City wieder. Ja, komm, nach Diamond City machen wir das einfach mal so. Ich kann ja jetzt per Schnellreise immerhin immer wieder zurück hier zum Trinity Tower. Ach, ich habe ja noch mein Getränk hier stehen. Eine schöne Bionade. So, jetzt bin ich hier schwer verletzt. Mit einer Axt in der Hand. Ne, ich steck die Waffe mal besser weg. So, hier bin ich wieder in Diamond City. Ich guck mal. Kann ich hier eigentlich irgendwo schlagen? Ja, genau. Kann ich hier irgendwo schlagen? So schwer verletzt wie ich bin, sollte ich besser niemanden schlagen. Aber ich dachte jetzt eher an sowas wie eine gute Rüstung. Weißt du, eine Schrotflinte ist eine gute Versicherung gegen Raider. Aber ich habe hier eine Menge anderer Möglichkeiten. Klar, ich schaue es mir an. Selbstschutz in Perfektion. Okay, Arturo, zeig mir deine Rüstung. Ah, der hat halt auch immer nur so Rüstungsfragmente. Der hat halt nicht solche Ganzkörperrüstungen. Ich verkaufe den mal ein bisschen von meinen Schrottrüstungen. Ehering, ob die Piper das falsch versteht, wenn ich ihr meinen Ehering gebe? Ach, die Ushanka, diese russische Mütze, die steigert meine Intelligenz, wenn ich die trage. Okay. Nicht Handel abbrechen, nein, ich möchte ihn bestätigen. So. Gibt's hier denn irgendwo... Hey, über dich stand was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Jahre alt? Dafür siehst du aber noch ziemlich gut aus, was? Ja, dankeschön. Das, obwohl ich verstrahlte Nahrung esse. Lasst euch vom Stress des Lebens nicht umbringen! Da komme ich nicht auf. Ah, okay. Boah, dieses Herzklopfen. Ich muss mich gerade irgendwo mal heilen. Also, wo kann ich denn hier pennen? Wo lasst ihr mich denn gratis schlafen? So,
Science Center. Okay, Wissenschaftscenter. Ich weiß zwar nicht, warum die jetzt ein Bett haben sollten, aber... Professor, ich habe eine neue Theorie, wie das Institut die Synths herstellt. Oh nein. Wir haben dieses Gesprächsthema nach dem letzten Mal doch zum Tabu erklärt. Ich glaube, ich bin noch nie drin gewesen bei dem Spiel. Wie ich 3 Nächte auf dem kalten Boden im Labor geschlafen habe? Das war deine Entscheidung. Und mal ganz im Ernst. Synths, die aus dem Boden wachsen und aus neu zusammengesetzten pflanzlichen Zellkernen bestehen? Ich meine, wie sollten sie? Aha, du willst also doch drüber reden. Oh, sieh mal, wir haben einen Besucher. Dr. Duff, könntest du sie beschäftigen, während ich vor diesem Gespräch flüchte? Hallo, bist du wegen des heutigen kostenlosen Biologieunterrichts hier? Natürlich. Biologieunterricht? Ganz genau. Meistens sind die Kinder aus der Schule als erstes hier. Aber ich wüsste nicht, wieso ich den Unterricht nicht auch mit dir beginnen könnte. Wir alle sprechen von Strahlung, als gäbe es nur eine Art Strahlung. Aber es ist eigentlich ein Begriff, der für verschiedene Arten von ionisierender Strahlung verwendet wird. Es gibt Röntgenstrahlung, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung. Aber um welche Strahlung müssen wir uns die meisten Sorgen machen? Welche Strahlung wird mit den alten Bomben von vor 200 Jahren in Verbindung gebracht? Das kannst du doch nicht den Carlos fragen. Ich meine, ich weiß die Antwort, dass es... ich denke zumindest, dass es Gammastrahlen sind. Aber ich antworte jetzt einfach mal sarkastisch, weil ich glaube nicht, dass der Carlos das wissen würde. Wen interessiert die scheiße Strahlung? Nein, das ist leider nicht ganz richtig. Die Antwort lautet Gammastrahlung. Gammastrahlung ist gefährlich. Sehr gefährlich. Wenn dein Körper zu viel davon abbekommt, leidest du an Erschöpfungserscheinungen und Anämie. Du kannst sogar davon sterben. Aber einige Lebensformen leben seit 2 Jahrhunderten mit der Gammastrahlung und haben sich daran angepasst. Cool, oder? Cool, ja, total cool. Du bist echt ein totaler Nerd. Ich sehe das als großes Kompliment. Die Wissenschaft gibt uns das Wissen an die Hand, das wir zum Überleben brauchen. Das gilt jetzt mehr denn je. Jetzt ist es an der Zeit für den praktischen Teil des Unterrichts in Form einer Exkursion. Bist du bereit? Ich bin dabei. Du sollst da draußen eine Blähfliegendrüse beschaffen. Weißt du, die riesige Blähfliege von heute... Da bin ich doch eben dran vorbeigelaufen und hab gefragt, was will man denn damit? Entwickelt. Durch die Anpassung an die Radioaktivität... Soll ich die nochmal suchen? ...gebildet, dank der sie trotz ihrer Größe schnell und geschickt manövrieren kann. Also, was sagst du? Bist du bereit, dir eine zu schnappen und zu sezieren? Ja, wirklich, ich bin ja eben noch dran vorbeigelaufen und hab gesagt, wofür braucht man so eine Drüse? Und lass die einfach liegen. Wenn ich einen Job übernehme, werde ich auch bezahlt. Geld? Oh, wie wäre es mit 125 Kronkorken? Piper hat das nicht gefallen, dass ich nach Geld gebeten habe. Okay. Eine Blähfliegendrüse beschaffen. Verstanden. Denk dran, ich brauche eine intakte Drüse. Oh, und kau da nicht drauf rum. Einer meiner Schüler ist davon richtig krank geworden, weil er diesen Fehler gemacht hat. Ich würde doch niemals auf etwas rumkauen, was Blähfliegendrüse heißt. Also das klingt ja so, schon so, als würde es nach Furz riechen und schmecken. Okay, was ist mit der anderen Ärztin hier? Können wir die auch noch nerven? Mit unserer, in Anführungszeichen, Intelligenz? Professor Scarra. Dr. Duff kümmert sich um die Besucher. Wende dich an sie. Okay, na gut. Lecker Blähfliegendrüse. Jetzt von Rügenwalder. Ja. Ich hätte, glaube ich, schon in dieser Welt hier Probleme damit, diese zweiköpfigen Kühe zu essen, wenn ich Fleisch essen würde. Aber, ich komme jetzt nicht auf die Idee, oh lecker. Blähfliegendrüse, da muss ich mal dran rumlecken. Hey, ich glaube, die Bobrov-Brüder suchen nach dir. Oh, die Brüder suchen jetzt nach mir. Ja, die habe ich ja letztes Mal versucht, ausfindig zu machen. Vielleicht sollte ich mir einfach mal ein Zimmer bei denen mieten, denn die haben ja Betten. Da habe ich ja letztes Mal auch wieder großkotzig gesagt, nee, danke, brauche ich nicht. Ich brauche keine Betten von euch. Aber jetzt brauche ich welche. Oder eins zumindest. So, zu wem muss jetzt ich? Jetzt geht's los. Sei still, Jefim. Okay, du. Sag mir, Diamond City Radio ist schrecklich, oder?
So schlimm, dass man sich am liebsten die Ohren abschneiden würde? Ja? Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Dann hört ihr das doch mal an. Es ist schlimmer als Sandpapier in den Ohren. Dieser DJ Travis ist eine Katastrophe. Es muss etwas passieren, und zwar bald. Sonst bringen sich unsere Kunden noch um. Vadim! Es ist wahr. Hör nicht auf meinen Bruder. Jemand muss ihn aus dem Weg räumen. Wir brauchen einen neuen DJ für das Radio. Ich glaube, es würde nicht vielen Leuten auffallen, wenn er, du weißt schon, verschwinden würde. Hört sich gut an. Okay, pass auf. Es muss leise passieren, ohne Aufsehen zu erregen. Vielleicht lockst du ihn aus der Stadt. Ich glaube nicht, was ich da höre. Vadim meint das nicht ernst. Er will Travis nicht wirklich tot sehen. Ja, Piper hat das auch gar nicht gefallen, dass ich so drauf eingegangen bin. Ja klar, kein Thema, du willst den loswerden. Ich bin dein Mann dafür. Klar, wir haben alle nur ein bisschen rumgealbert. Okay, gut. Ich möchte nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Es stimmt. Nur Spaß. Travis ist ein guter Freund. Jefim und ich machen uns Sorgen. Armer Travis. Er bemüht sich, aber ihm fehlt das Selbstvertrauen, das man für diesen Job braucht. Ja, und eigentlich auch alles andere. Und deshalb ist er immer so komisch. Er glaubt nicht an sich, weißt du? Er erwartet, dass er bei allem versagen wird. Und so ist es dann auch. Naja, sowas lässt sich ja ändern. Genau, das habe ich auch Jefim gesagt. Geh schon, du Spielverderber. Mach dich wieder an die Arbeit. Wir finden einen Weg, Travis zu helfen. Du, komm. Komm mit ins Hinterzimmer. Da reden wir über den Plan. Brauchst du ein Zimmer? Ja, ich brauche ein Zimmer, bitte. Hier ist dein Geld. Du hast Zimmer 2. Einfach da durch die Tür. Wohl, vielleicht brauche ich ja doch ein zweites Bett. Wenn der Artikel in der Public- ich meine, ich habe Piper immer noch dabei. Wo soll ich hin? Zimmer 4? Oder was hat er gesagt? Da habe ich jetzt gar nicht richtig zugehört. Ich wusste nicht, dass die Info relevant sein würde für mich, welches Zimmer ich gehen soll. Oh Mann. Hätte ich besser aufgepasst. Ich denke mal Zimmer 4, hat er gesagt. Ja, wo ist denn Zimmer 4? Was? Ich hab zu tun. Die meisten Leute Ja, du hast zu tun. Ich suche mein Zimmer. Ich hab dafür bezahlt. Drei habe ich schon gesehen. Ja, ich habe 2 und 3, glaube ich, eben gesehen. Vielleicht war ich auch gerade einfach nur ein bisschen zu blöd dafür. Hier ist Zimmer 1, okay. Zimmer 1, ist das für mich? Schlafsack. Nee, okay. Zimmer 1 ist nicht für mich. Ich hätte hier gerne... Für das Loch würde ich Pups geben. Ja, ich habe 10 Kronkorken bezahlt. Das geht schon. Ah, okay, ich habe mein Zimmer gefunden. Was war das hier? Zimmer 2 anscheinend. Okay, ja gut. Schlafe ich mal ein Stündchen. Das reicht nämlich voll und ganz, um mich komplett auszuruhen. Wenn man dann noch in der Beziehung ist mit Piper oder mit irgendeiner anderen Frau oder Typen hier drin, dann hat man so einen ganz besonderen Bonus, dass man nochmal Erfahrung kriegt und etc. oder... Ich glaube, je nach Partner hat man dann auch einen anderen Bonus. Je nachdem, mit wem man dann da geschlafen hat. So, jedenfalls habe ich das Zimmer jetzt gemietet. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt dauerhaft gemietet habe oder ob ich das jetzt wirklich einfach nur einmal benutzen durfte. So, okay, dann versuche ich mal... Was ist denn hier im Starlight Drive-In? Was habe ich denn da für eine Aufgabe? Ach so, das ist für die Minutemen. Die Fraktion hier, der ich am Anfang geholfen habe mit der... Habe ich noch nicht entdeckt den Ort? Okay, ja gut, ist ja kein Thema. Kann ich ja hinlaufen, ist nicht weit.
Ah, leider kann ich meine Crew nicht nach Good Neighbor später schicken. Das habe ich nämlich letztes Mal probiert, weil Good Neighbor, finde ich, ist eine richtig gute Stadt. Die ist so, ja, die ist halt so ein bisschen verwegen, aber die wird angeführt von so einem Ghoul. Und Ghule sind halt in der Fallout-Welt so verstrahlte Menschen, die optisch zwar aussehen wie Zombies, aber eigentlich geistig noch komplett fit sind. Und die altern halt auch unendlich fach. Also die sterben jetzt nicht wegen zu hohem Alter, sondern nur, wenn man sie tötet. Also im Prinzip wie bei Herr der Ringe, die Elben, nur halt in hässlich. Aber die finde ich irgendwie cool, weil die werden angeführt von einem, der heißt Hancock, und der trägt so Piratenklamotten. Das ist total absurd. Finde ich super, den Typen. Ach so, ich habe ja die Axt noch hier in der Hand. Versuche ich gleich mal ein bisschen zu benutzen. Wer weiß, vielleicht bin ich ja damit auch ein Naturtalent. Starlight Ruffin, das muss ich jetzt einnehmen. Oh, ich bin schon wieder in die Mine gelaufen. Das habe ich mir nämlich vorhin erzählt, als ich keinen Ton hatte, dass ich in Fallout gerne mal einfach in die Minen reinlaufe. Weil es in sonst keinem Spiel drin ist, glaube ich, dass man dauernd in irgendwelche Minen reinläuft. Also Minen im Sinne von explosive Druckgranaten und nicht Minen im Sinne von Erzminen. Nee, also toll finde ich das jetzt nicht hier, wenn meine Beine jedes Mal verkrüppeln, wenn ich da reinlaufe. Kann ich mir schon sehr schmerzhaft vorstellen. Okay, hier schläft ein Skelett. Oh, da hätte ich jetzt auch schlafen können, okay. Aber, ja gut, da liegt schon einer. Kann ich ihn eigentlich zerhacken? Also nur aus wissenschaftlichem Interesse. Oh, ich habe das Kissen ich wollte das Skelett packen, habe aber das Kissen gegriffen. Ja, okay, das Kissen kann ich aus dem Fenster werfen. Zack. So, mein Bett. Ich brauche kein Kissen. Schmutziges Wasser nehme ich mit. Ja, ich soll hier das Starlight Drive-In einnehmen, aber im Endeffekt ist es doch eingenommen, oder? Ich habe hier keinen Gegner hier getroffen. Oder kommt das noch? Oh, eine Maulwurfsratte, okay. Wow, die ist aber gerade... Die habe ich aber... Ja, okay, ja, jetzt sehe ich auch die Gegner hier, ja. Die habe ich aber gerade ordentlich zerteilt. Den haben wir es gezeigt. Boah, da, ja, das finde ich auch mal geil bei dem Spiel, dass es manchmal Gegner gibt, die sind total verstrahlt. Sollte man sich dann fernhalten, wie zum Beispiel von diesem Teich hier. Wenn ich mich dem nähere, das ist nicht gut für meine Lebensenergie. So, was ist das hier? Ach so, das ist die Maulwurfsratte. Genau, einfach schön mit der Axt drauf, keine Munition verschwenden. Da müssten wir auch noch eine haben. Ich finde es in Spielen aber auch mal geil, dass in Briefkästen einfach auch mal so viel drin ist. Kommt natürlich keiner auf die Idee, die zu plündern. Ach, da ist er. Tollwütige Maulwurfsratte. Wow. Ja, hier auf die Autos könnte man natürlich jetzt auch gut schießen und kleine Nuklearexplosionen auslösen, weil hier ist ja alles irgendwie nuklear betrieben. Bevor der Krieg hier ausgebrochen ist. So, was muss ich jetzt hier... Achso, ich muss das Schloss knacken. Okay. Und dann muss ich, glaube ich, in der Basis einrichten.
Das wär's. So, ich mach mal gerade hier das Radio an. So, was soll ich jetzt hier bauen? Also ich kann jetzt hier wieder ordentlich Zeug abbauen. Ja. Geh du mal schlafen. Ich muss ja auch bald. Aber ich habe vorhin halt schon ein bisschen geschlafen. So, die Autos verschrotte ich hier mal. Dann gute Nacht. Ich werde hier noch ein bisschen sterben und in Minen reinlaufen. Jo, bis morgen, ciao. Ich finde die Musik super in dem Spiel. Das ist... Einfach, das ist so ein starker Kontrast zu dem, was in dem Spiel passiert. Weil die ganze Welt vor dem Krieg war ja so 50er Jahre fokussiert. Das heißt, es ist dann auch so genau solche Musik. Und die Musik sind halt noch so die Überbleibsel von der Kultur. Die haben sie halt hier immer noch. Da gibt's halt echt schon gute Songs. Also ich mag das total. Alles eigentlich so gefährlich und dann hören die sich so Musik an. Oh ja, einfach mal das Stahltor hier verschrotten. So, was soll ich jetzt hier bauen? Nee, ich glaube, ich sollte mal gucken in meinem Inventar. In meinem Inventar, im Pip-Boy hier. Wir nehmen ein. Eine Rekrutierungssendestation. Okay. Rekrutierungssendestation. Wo ist denn das? Das bei Energie? Nee. Schutz, Ressourcen, Läden, Herstellung. Das ist. Ja, okay. Ich würde jetzt erstmal sagen, das ist bei Strukturen. Dieses Mal war es Bob Crosby, nicht Bing. Nur für den Fall. Also. Möbel, Dekorat, Energie. Ich könnte hier so ein Neon-Schild bauen. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist nämlich, glaube ich, neu durch die Addons dazu gekommen. Ressourcen. Und nun, eine Nachricht. Oder mehrere von unseren Sponsoren. Schnellreiseziel kann ich bauen. Wasser trinken, wenn man es rein und in Flaschen haben kann. Schenk Kowalskis Clean Aber Water Market. Frisch aus dem Filter. Ich weiß, dass ihr gar nicht genug bekommt von diesem Roy Brown. Ich meine, das hoffe ich zumindest. Och nee, nicht Roy Brown, den finde ich nicht so gut. Und da ist er auch schon. Ja, genau, das Lied mag ich nämlich nicht. Oh nee, Moment, das muss ich ja gerade wegmachen. Ich mache gerade das Radio wieder aus. Genau das Lied, das ist das einzige Lied, beziehungsweise der einzige Interpret von dem Soundtrack, der mir nicht gefällt. So, wo habe ich denn hier bei Strukturen diese Rekrutierungsstation? Wände, Dächer, Treppen, sonstiges? Nee, Holz.
Mistaufzüge, sonst. Möbel, ne, bei Möbel ist es doch auch nicht. Ich. Dekoration, Energie. Generatoren, ne, das. Energiepylon, Stromleitung. Energie, sonstiges. Rekrutierungsfunkleitstrahl. Ja, das ist es doch. Warum ist das denn bei Energie? Wow, was ist das denn hier? Ach so, ein Basketball. Korb. Oh, den habe ich jetzt zu sehen schon irgendwo gebaut. Benötigt Energie. Bau einen Generator. Baue ich einfach mal hier einen Generator hin. So, okay, wie kann ich den denn jetzt... Ich kann da jetzt irgendwie das Kabel damit verbinden. Nee, so kann ich den einfach verschieben. Jetzt sehe ich aber unten wieder die Taste nicht. Muss aber das mit Y? Ja, genau, okay, anscheinend mit Y. So, wo habe ich denn den Rekrutierungsleitstrahl? Ach, den habe ich hier hinten hingepflanzt. Okay, Moment, dann nehme ich den Generator doch mal besser hier hin. So. So. Kronkorken hinzugefügt. Jetzt habe ich Kronkorken dadurch bekommen. Ja, wunderbar. Gut. So. Preston. Bist du jetzt zufrieden? Ja, okay, jetzt kann ich mit Preston reden. Preston ist in Sanctuary. Ist natürlich auch ein bisschen doof, dass genau unten dieser Twitch-Balken genau über der Tastenbelegung ist. Das ist ein bisschen unglücklich. Schau ich mal. Das, also ich weiß nicht, vielleicht kann ich das irgendwie ändern. Muss ich nächstes Mal schauen. Also jetzt während dem Stream mache ich das mal besser nicht. Kümmere dich gut um deine Waffe und sie wird dich nie im Stich lassen. Okay. Was jetzt? Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Aha. Raider-Probleme bei Oberlandstation. Machen wir das auch mal am besten. Achso, ich habe ja jetzt Levelaufstieg hingelegt. So, was skill ich denn? Ich habe doch irgendwo hier... Ah, erst auf Level 20 kann ich nochmal Lebensspender machen. Ja, ich würde am besten... Ja, die Waffenpräzision einfach mal erhöhen. Das fände ich jetzt schon mal nicht verkehrt. Aber sonst... Kann ich das? Ne, das kann ich jetzt auf Level 11 nochmal, die Inselbegabung. Ja, Arzt kann ich ja nicht skillen. Ich habe ja noch nicht mal Intelligenz auf 2. Huiuiui, ja. Bleimagen. Nimmst weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Ja, ist vielleicht eigentlich auch ganz gut. Der Bleimagen, das meinte die Fiona ja letztes Mal schon. Aber... Ich mache jetzt gerade erstmal nochmal in... Oder gibt es hier so einen Skill, mit dem ich besser zielen kann?
Okay. Nee, ich gehe einfach nochmal wirklich auf Wahrnehmung. So, einfach auch nochmal besser zielen zu können. Ich finde, das ist nämlich schon irgendwie wichtig. Okay, wo führt das jetzt die... Ah, jetzt ist sie aber auch nicht diese fahrende Händlerin, oder? Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich rennen. Bitte, ich muss jetzt allein sein. Ja, ich wollte dich nicht stören, keine Sorge. Gut, dann schaue ich mal auf der Karte nach, wo wir denn jetzt hin müssen. Oberland Station. Okay, ja, da waren wir ja schon mal in der Nähe. In diesem Verbindungshaus, wo ich mich jetzt gerade hin teleportiere, da war ich auch noch nicht vorher. Sollte ich da auch mal reinschauen? Weiß, was ich da drin finde. Hier haben wir nichts. Komm, also irgendwelche Gegner werden mich doch bestimmt jetzt hier angreifen. Irgendwas muss doch hier sein. Ich vermute nicht, dass hier jetzt irgendein Geheimkult drin ist oder sowas. Sondern es wird wahrscheinlich irgendwas Simples sein. Weil das Haus liegt hier einfach so mittendrin. Obwohl, da sind diese Blutsäcke. Ich denke mal, das sind Supermutanten. Brustkorb. A Ribcage. It's a fucking Ribcage. Oh! Da ist ja einfach ein Gesicht auf dieser... Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Das ist makaber. Okay, ich knack einfach mal das Schloss. Geschafft. Ja, wunderbar. Oh, Nuka-Cola Quantum. Ja, cool. Steak, Creme, Gummibonbons, Instapüree, Chips, Zuckerbomben. Ja. Oh, nicht was zu fressen. Das ist schon mal sehr gut. Dead Eye. Ui. Ich stehe, glaube ich, mitten auf einer Mine. Wow, und ich habe den aber mit einem Axtschlag zerhackt. Pistolenpatronen. Oh, okay. Plus 5% mehr kritischen Schaden. Ja, das ist schon schön. Da draußen, irgendwo. Das ist in dem Spiel, oder? Diese Sirene. Ich dachte mir, jetzt hier Sorgen machen muss, dass Nordkorea angreift. Boah, okay, jetzt muss ich erstmal was
von dem Essen mir reinpfeifen hier. Okay, den habe ich tatsächlich im Nahkampf erledigt. Boah, wir sind im Nahkampf gar nicht mal so schlecht. Putzmittel, ja, das sollte ich besser nicht essen. Oh, okay, ja, da feuern sie direkt auf mich. Schau ich mal, ob meine Schussskills. Ja gut, komm, nochmal ein bisschen mit der Axt drauf, machen wir das nochmal so. Boah, ich hab grad nochmal ein bisschen Yao Guai. Nee, wie heißen die? Yao. Okay, das kann ich gar nicht essen. Na gut. Das sind auf jeden Fall diese Beeren. Also Beeren, nicht die. Oh, wow. Okay, direkt mal einen Schuss in den Nacken gekriegt. Ja gut, kann passieren. Boah. Ey, wir sind so schwach irgendwie, habe ich das Gefühl. Wow. Ja, die zerhacken uns hier easy peasy. Hä? Ist das Piper hier im Ladebildschirm? Hat ihre Frisur und ihre Maske, also zumindest so wie ich sie angezogen habe. Ja, der kam nämlich eben von hinten. Boah, jetzt bin ich ja schon wieder fast tot. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. So, machen wir das mal so hier. Boah, da kommt schon wieder einer. Heieiei. Nuka-Cola Quantum, ja, das würde jetzt auch ein bisschen was bringen. So, Kopfschüsse probieren. Ich nehme jetzt einfach mal die Nuka-Cola. Gut, waren das jetzt alle hier, oder? Junge, Junge, Junge. So, hier kann ich auch wieder raus im Prinzip, okay. Aber ich guck mal, was es hier oben gibt. Da muss doch irgendwas noch sein. Telefon, ja super. Ein Safe, ach, den kann ich
auch knacken, also als Einsteiger. Wie schön. Ja, gut. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr. Ich habe da jetzt eigentlich alles ausgeschöpft. Ich habe die Munitionskisten geplündert. Sonst... Ja, ich kann hier wieder raus, alles klar. Gehen wir mal hier raus, da waren wir nämlich... Sind wir noch nicht gewesen. Also im Nahkampf tut er sich eigentlich ganz gut, der Charakter, aber... ich bin ja dann doch eher so der Schusswaffen-Fan. Okay, jetzt braucht er ein bisschen lang zum Schnellspeichern. Schauen wir mal. Okay, manchmal muss man da ein bisschen Start drücken. Dann macht er das auch ganz schnell. So, wir wollten hier zum... Genau, bei der zur Oberland Station. Ach, jetzt müssen wir hier durch das Wasser, oder? Okay, machen wir das mal einfach ganz schnell. Wir müssen sowieso Red Away nehmen. Oh, das haut so rein. Wow, jetzt haben wir mehr als ein Viertel unserer Lebensenergie nicht mehr. Hoffentlich klappt das jetzt, gegen die Raider hier anzukommen. Was habe ich denn eigentlich hier noch für Waffen? Ich glaube, die Lasermuskete sollte sich mal nochmal bewähren hier. Oh, was mich das jedes Mal erschreckt hier. Ah, okay, die Siedler. Die, ich dachte, jetzt wären hier Gegner. Hey. Haben die Minutemen dich geschickt? Na klar. Sag mir einfach, bei was ihr Hilfe braucht. Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Wir hätten nicht gewusst, an wen wir uns sonst hätten wenden sollen. Okay. Gut, dann werde ich das aber nächstes Mal machen. Also ich versuche ja morgen nochmal zu streamen, weil ich die Woche über so eine Fallout machen möchte. Jeden Tag Fallout streamen. Weil nächste Woche geht das nicht, da kann ich dann nur Wochenend streamen. Gut, dann danke fürs Zuschauen, soweit diejenigen, die da sind. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.